Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit zu meiner Review von der neuesten Episode. Wir sind am Start mit Folge 183 und kommen damit auf die Ninja-Tools wieder zu sprechen. Boruto, Sarada und Mitsuki sind in der anderen Forschungseinrichtung, wo sie Katasuke und Narutos Ninja-Tool-Arm quasi hinbringen sollen für weitere Forschungen. Dort sehen wir endlich nach vielen Episoden auch Sumire wieder. Sehr, sehr nice, guter Charakter, muss man definitiv sagen. Wir haben mit dieser Folge einiges bekommen und zwar wieder einige Zusatzinformationen zu den Kara-Mitgliedern, vor allem, wenn wir uns das Mitglied Code anschauen. Dazu werde ich in dem Video natürlich ausgiebig kommen. Und wir haben Borutos Laserschwert bzw. Chakraschwert, was er jetzt bekommt. Wobei man sagen muss, das ist noch die Version, die noch nicht ganz so richtig funktioniert. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Naruto und Boruto verpassen wollt. Und natürlich, ihr wisst es, heute Abend am Sonntag gibt es natürlich wieder die Action zu AOT, zu Attack on Titan. Die Folge hat mir sehr gut gefallen. Wir haben einen Einstieg von Code bekommen als Charakter, der im Manga auf jeden Fall noch nicht so richtig aufgetreten ist. Also wir haben ihn ein, zwei Mal im Manga gesehen, aber da nicht großartig was zu seiner Persönlichkeit bekommen oder sonstigen Kram. Hier jetzt in der Folge sehen wir beispielsweise, dass Jigen Experimente durch Amado an den anderen Mitgliedern durchführen lässt und so auf die Spur des Verräters innerhalb der inneren Mitglieder von Kara kommen möchte, was auch gar nicht im Manga war. Also im Manga hat er die Identität des Verräters im Laufe des Mangas eben kennenlernen können. Also er wusste am Ende quasi, als er den Verräter gestellt hat, darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, wusste er aber, wer der Verräter schlussendlich ist. Und hier in der Folge lässt er quasi Amado Experimente durchführen oder Checks durchführen an den einzelnen Mitgliedern, um herauszufinden, wer verräterische Züge haben kann. Und darunter ist halt Delta, darunter ist halt Code. Das sind so Dinge, die der Anime quasi extra halten kann. Und da muss ich sagen, finde ich sehr, sehr merkwürdig, denn Code ist ja ein Mitglied, das eigentlich sehr, sehr vertrauenswürdig für Jigen bzw. dann später Ishiki sein müsste. Denn im Manga erhält er einen ganz speziellen Auftrag und hier in dieser Episode wird er gar nicht in das Experiment Kawaki eingeweiht. Jetzt könnte man sagen, okay, Code ist für etwas anderes wichtig. Er könnte vielleicht Züge haben, die für später wichtig sein könnten. Also vielleicht hat man das hier nicht ohne Grund gemacht, dass man gezeigt hat, oh, Code, den sollte man sich lieber im Auge behalten oder im Kopf behalten, denn der wird einer der wichtigsten Charaktere aus Kara bleiben. Ohne Spaß, ich sag so, wie ich es denke, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jigen nicht der Anführer von Kara ist und man das ähnlich hält wie damals bei Akatsuki, dass Tobi halt der wahre Anführer war und wir hier jetzt quasi mit Code auch so einen wahren Anführer der Organisation haben, der sich dann erst später herausstellen kann, aber mal gucken einfach. Also wir wissen ja auch noch nicht, was Code so richtig kann und so weiter. Er scheint ja auch Jigen ein bisschen auszuspionieren. Was ich zum Beispiel richtig komisch finde, ist die Tatsache, dass er in der Preview zur nächsten Episode ihn einfach angreift. Also das ist mega weird. Keine Ahnung warum. Vielleicht erteilt Jigen ihm auch nur eine Lektion und vertraut ihm dann später wieder. Vielleicht macht der Anime was ganz anderes als der Manga. Kann an dieser Stelle auch sein. Aber da müssen wir mal abwarten auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Aber Code auf jeden Fall sehr, sehr interessant und das könnte echt spannend werden. Wir kommen dann zur neuen Forschungseinrichtung. Team 7 ist am Start, genauso wie Katasuke. Wir sehen einen alten Charakter wieder und zwar Sumire. Freue ich mich sehr drauf, Sumire endlich wieder in der Story mit drin zu haben. Sumire sagt auch in dieser Folge, dass sie bald wieder in Konoha mit am Start sein wird. Wo ich mir dann die Frage stelle, okay, wozu hat man dann das Ninja-Girl reingepackt, also das Samurai-Mädchen, weil das hatte bisher nur eine einzelne Episode und sonst keine Auftritte mehr und Sumire kommt jetzt sowieso wieder zurück. Also wozu hat man das eingeführt? Irgendwie
voll seltsam, aber naja. Und wir haben noch zwei weitere neue Charaktere in dieser Episode bekommen. Und zwar zum einen Frau Akita, die Katasuke unterstützt. Und dann haben wir noch den Ninja-Hund Kamaru, wie auch immer. Und dort wird Boruto nochmal verdeutlicht, dass es darauf ankommt, wie man die Ninja-Tools quasi einsetzt, beziehungsweise wozu, zu welchem Zweck halt einfach. Er sieht halt auch, dass man den Leuten Hilfe anbieten möchte, dass man die Leute unterstützen möchte. Und das ist ja das, was er am Ende des Tages auch machen möchte. Er mag die Ninja-Tools nicht, was sehr, sehr lustig ist, wenn man die Entwicklung von Boruto im Hinterkopf behält. Weil damals hat er sich von Katasuke, der natürlich auch durch ein Genjutsu manipuliert wurde, also das war ja nicht wirklich das Bestreben von Katasuke, also nicht wirklich der Wille von ihm, aber Boruto hat sich belabern lassen, hat in der Shunin-Prüfung quasi geschummelt, was seine eigene Schuld war, dass er das überhaupt gemacht hat so mäßig, aber er hat ja daraus gelernt und seitdem mag er die Ninja-Tools nicht mehr. Und ich finde, bei dieser Folge kam das sehr gut rüber, was viele Leser und viele Zuschauer auch denken. Und zwar, dass man die Ninja-Tools eher nicht leiden kann. Ich sag's ganz ehrlich, was das betrifft, bin ich derselben Meinung wie Boruto. Ich muss aber sagen, dass ich es in Ordnung finde, dass die Ninja-Tools ihre Existenz haben in der Serie. Also, die Serie erklärt das gut, dass man sagen kann, die Ninja-Tools unterstützen und sie sind wichtig für die Zukunft wegen der Entwicklung und so weiter. Aber es kommt darauf an, wie man sie einsetzt. Das ist sowieso ultra wichtig in dem Arc und wird später noch gegen Ao, wenn sie gegen Ao kämpfen und so weiter, auch nochmal wichtig werden. Und das sieht man hier in dieser Folge nochmal ziemlich gut, dass das Boruto quasi näher gebracht wird, dass er gar keinen Bock auf die Ninja-Tools hat. Die Mission beinhaltet auch noch, dass sie diese gewissen Tools testen. Das heißt, er muss Dinge machen, wie zum Beispiel an der Wand klettern oder sowas. Er hat auch einen kleinen kurzen Kampf gegen Sarada zusammen mit Mitsuki und Sarada testet dann so eine Rauchbombe oder so etwas. Ich fand auch lustig, wie Mitsuki an der Wand hochgeklettert ist. Ich habe mir die Folge angeguckt, dachte mir so, wofür brauchen die das? Die können auch einfach die Wand hochklettern und ein paar Sekunden danach sagt Boruto genau dasselbe. Also da habe ich mir schon so gedacht, holy shit. Ja, aber dann klettert er selber die Wand herauf und muss halt das Chakra nicht dafür verwenden. Das hat natürlich auch seine Vorteile und Boruto bekommt im Laufe der Folge natürlich auch Spaß an gewissen Dingen, aber wird dann relativ wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und bleibt bei seiner Meinung, dass die Ninja-Tools eher nicht so nice sind, aber er erkennt den Wert dahinter, dass das eben die Leute unterstützt. Und das ist am Ende des Tages genau das, was er eben auch machen möchte und deswegen kommt man da auf den gleichen Nenner. Boruto bekommt dann das Chakra-Schwert, was aber noch eine Art Prototyp ist, das heißt, es saugt noch das komplette Chakra auf, das soll natürlich später nicht mehr so sein. Wir haben einen Teaser bekommen, wo Boruto gegen Kawaki kämpft, kann sein, dass das wirklich passiert in den nächsten Episoden, wer weiß, vielleicht ist das auch nur ein kleiner Fake. Teaser, Trailer, wie auch immer, kann man so sehen, wie man möchte, aber ich denke, der Anime kann auch solche Szenen mit einfügen und selber seinen Kram hinzufügen. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass Boruto das Chakra-Schwert, welches er später gegen Ao noch einsetzt, dass er das auch gegen Kawaki einsetzen wird. Mal sehen einfach. Naruto ruft dann an und teilt Team 7 mit, dass sie sich auf die Suche nach Konohamaru und Mugino begeben sollen, weil sie die Verbindung zu denen verloren haben. Und damit endet diese Episode. Wir sehen in der Preview, dass Mugino ziemlich am Arsch ist und ohne Spaß, ey, ich will's nicht. Ich will es einfach nicht, wenn ich den armen Mugino da liegen sehe, wie Konohamaru ihn so stützt, ihn so trägt und er ist da so am Bluten, seine Wunde am Zuhalten und so weiter. Ich will nicht, dass es passiert, ohne Spaß. Es dauert nicht mehr lange, 1-2 Folgen. Ich weiß nicht, ob es nächste Folge schon passiert, ob das der Cliffhanger ist oder übernächste Folge, keine Ahnung. Aber wir müssen uns so langsam darauf vorbereiten, dass es bald kommen wird und ich will nicht, dass dieser Moment kommt, weil der Aufbau um Mugino war wirklich sehr, sehr gut im Anime. Wir haben relativ lange diesen Charakter mit an der Seite von Team 7 gehabt und jetzt wird langsam dieser Moment eingeleitet und ich habe gar keinen Bock auf diesen Moment, weil das wird traurig werden. Ich sag's ganz ehrlich, die Folge wird das emotional gestalten, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das wäre soweit zu dieser Episode gewesen. Wie gesagt, nochmal zu Code. Ich könnte mir vorstellen, das muss nicht so sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass er ein Tobi-ähnliches Bild in der Serie abgeben würde, dass er vielleicht ein Bote ist für einen anderen Otsutsuki, dass er eigene Pläne hat, also dass er eine komplett eigene Seite hat und so weiter. Wir haben hier kleine Änderungen bekommen. Wie gesagt, dass er halt nicht in das
Gefäß mit involviert wurde, also in Phase 3 und so weiter, was in dieser Folge gesagt wurde, dass Kawaki sich schon in dem Prozess von Phase 3 befindet. Also vermutlich ist damit gemeint, dass er fast komplett ist, dass er fast vollständig für eine Reinkarnation vom Kamamal mit Jigen bereit ist, mit Ishiki bereit ist. Darüber wurde Code nicht informiert. Das ist ja eigentlich eine wichtige Information der gesamten Organisation, was das betrifft. Weil Manga ist ja so die letzte Hoffnung Jigens und bekommt so einen besonderen Auftrag. Das ist halt ein bisschen komisch. Also, ich weiß nicht, ob man hier Änderungen reinpackt. Und wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie man die nächste Szene in der Preview einzuordnen hat, warum Code Jigen angreift oder warum Jigen Code hier über den Tisch wirft mäßig. Kein Plan. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, die interessant sind und das feiere ich am Anime, dass er überraschen kann. Dass er überraschen kann und die Szenen viel weiter ausbaut. Weitaus weiter als der Manga. Das wär's. Haut rein. Lasst mir gerne eure Meinung zur Folge unten in den Kommentaren da. Und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Natürlich dann wahrscheinlich auch heute Abend zu Attack on Titan. Haut rein und ciao.